Hallo YouTube, hier ist Nanho. Ich möchte anfangen an einem Elektrolyt zu arbeiten und habe mir gedacht, vielleicht filme ich das einfach mal alles und mache ein bisschen Kommentare hinzu. Und wenn das Ergebnis sich sehen lässt, dann warum sollte ich dann das Video nicht hochladen? Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe mir einen Popschutz gebaut aus einem Tempotaschentuch und Tesa und ich hoffe, es funktioniert. Da sich manche Leute beschwert haben, dass die Aufnahmen ziemlich zischen würden. Und ja, dann fange ich mal an. Also ich fange am liebsten an mit einem Beat. Dann kann man sich schon mal drauf einstimmen. Benutzen möchte ich das Drum Rack von Ableton. Das ist quasi einfach ein Rack, bei dem ich verschiedene MIDI-Noten mit Drum Samples besetzen kann. Und die dann auch später spielen kann mit meinen MPD. Jo. Was für Haus aber nicht nötig wäre. So, das heißt, ich suche mir jetzt ein paar Samples raus. Und unterbreche an dieser Stelle. So, nun habe ich mir hier mal ein paar Samples rausgesucht. Und ja, ich habe drei Kicks. Den hier. Dann ein bisschen punchigeren. Wieder so einen Tiefen. Dann habe ich 3, 4 Claps und Snares. Und dann noch Hi-Hats, Closed und Open und ein Ride Sample. So. Und aus diesen einfachen Sachen lässt sich dann einen simplen House oder Elektrobeat machen. Als erstes sollten wir die Geschwindigkeit noch anpassen auf 128. Und bei Doppelklick machen wir hier eine quasi einen neuen Loop. So, also wie ihr es vielleicht kennt. Lass es mal laufen. So, wir layern das Ganze. Das bedeutet, ich werde das nach oben kopieren. So, müssen wir mal gucken, ob es so passt. Nein, das passt so nicht. Gut. Dann stellen wir das mal ein. Das Problem ist jetzt, dass die Töne nur so lange gespielt werden, wie ich hier auch diese MIDI-Informationen habe. Wir möchten aber, dass das Sample ganz gespielt wird. Nun könnten wir das Ganze hier langziehen oder wir machen eine Einstellung. So, und soweit ich weiß, lässt sich die Einstellung hier am Sample-Ansicht eingehen. Muss ich hier kurz gucken. Genau, an diesem Sample merkt man es am besten. Also wenn ich komplett gedrückt halte, wird das Sample komplett gespielt. Wenn ich nur kurz drauf presse, nicht ganz. Und wir wollen, dass so das natürlich ganz gespielt wird. Das heißt, ich werde es an diesem Sample ausprobieren und dann werde ich es einfach übertragen. Genau, Release erhöhen. Attack glaube ich nicht. Nein, im Gegenteil. Release erhöhen und Volume auf 0. Wobei. Ja gut, das Mastern tun wir später. Also wichtig ist auf jeden Fall Sustain und Release hoch. Dann machen wir das mal schnell mit allem. Ja, ihr müsst aufpassen, lasst lieber mal bei minus 12, da wir nämlich das Ganze layern, sprich mehrere Samples übereinander liegen lassen, addiert sich quasi die Dezibelanzahl.
und es wird sehr schnell sehr laut. Und es führt zu Übersteuerung und unser Beat hört sich alles andere als gut an. Den Ride nicht den Release erhöhen. Hier 50. Ihr werdet später noch sehen, warum. So. Das hört sich doch gut an. Lass mal so. Das wäre jetzt so dieses der klassische House-Beat. Um den Ganzen etwas interessanter zu machen, werden wir jetzt versuchen, die Claps und Snares ein wenig nach vorne oder nach hinten zu versetzen. Das hat den einfachen Grund, dass er interessanter hört und nicht so ganz abgehakt. Also das müssen wir jetzt einfach rumprobieren. Über Alt gedrückt halten, also erstmal bewegen wir einen und dann Alt gedrückt halten, dann lässt sich das dann einfach so bewegen, wie man möchte. So. Okay. Gut, die Closed Hi-Hats werden hier überall draufgelegt und die Open auf jeden Unterschlag hier, also 1 und 2 und 3, also quasi die mit diesen 3 hier oben für so auf den Offbeat quasi. Ein bisschen variieren. Okay, nun möchten wir das Ganze ein bisschen mastern. Sprich, die Lautstärke ein bisschen anpassen. Ich möchte, dass die ein wenig leiser sind, vielleicht den Kick ein wenig lauter, vielleicht den einen Kick ein bisschen raus, den einen Snare ein bisschen leiser und um den Mixer für unser Drum Rack quasi zu öffnen, klicken wir hier drauf und dann sehen wir hier die einzelnen Instrumente und können hier Lautstärke einstellen. Ich möchte mit den Drums, also mit den Kicks wieder anfangen, das heißt ich mute die Claps und die Snares und auch die Hi-Hats. Okay. Dann sollte ich vielleicht doch die, also was ich jetzt machen möchte, ist, ihr habt gesehen, die schlagen nicht weit aus, auch wenn sie geleert werden. Sie sollten auf jeden Fall etwas höher sein. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache einen Kompressor obendrauf. Was ich wahrscheinlich. Ja, ich mache einen Kompressor obendrauf. Okay.
lasse ich laufen und öffne einen Kompressor bei Audio Effects Kompressor und ziehe ihn auf mein Drumrack. Hier Dropdown-Menü erweitern und dann werde ich ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen. So, also ich habe das Ganze jetzt ein wenig eingestellt für das komplette Drumrack und dann ist mir aufgefallen, dass es vielleicht schlauer ist. Man setzt den Kompressor auf die einzelnen Instrumente des Drumracks und dann können wir uns ja mal den Unterschied anhören. Also das wäre jetzt der komplette Drumrack mit Kompression. Ohne würde es sich so anhören. Also leiser. Das Problem ist nur, dass auch die Höhen lauter rüberkommen und das eventuell anstrengend sein kann mit der Zeit. Und deswegen lasse ich den mal raus und ziehe den Kompressor auf hier auf die erste Kick. Okay. Und mute alles andere. So. Und ihr merkt, es wird lauter und hat mehr Punch. Also beim ganz schnellen Kompressor bedienen könnt ihr eigentlich da einfach diesen den Threshold, das ist ab wie viel Dezibel denn der Kompressor ansetzt, einfach so weit runterziehen, bis ihr hier keinen Ausschlag habt oder minimalen Ausschlag habt. Dann müsst ihr auch nicht viel am Output ändern und was der Kompressor macht, ist, dass er die leiseren Töne oder die leiseren Informationen etwa etwas lauter macht, aber die lautesten Informationen nicht unbedingt lauter macht. Das heißt, er gleicht das Ganze an. Ich weiß, es ist ja vielleicht keine ganz professionelle Ausdrucksweise, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Würde ich jetzt weiter runtergehen, wird es wieder leiser werden. Das heißt, ihr müsst quasi die Mitte finden. Ist etwa hier. So, und dann ziehe ich das Ganze noch rüber. Ah, das war jetzt ein bisschen, sorry. Jetzt müssen noch kleine Änderungen eingehen. Ich möchte jetzt ganz arg diese Kick. So und sorry. Die löschen sich ein wenig aus, wie ihr merkt.